Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Frühling draußen und ich habe Lust, ein bisschen was in Frühlingsfarben zu malen. Und ich fange ganz einfach an. Wie ihr wisst, habe ich wieder mal keinen Plan. I wet my canvas with water. Hello. It's springtime and I want to paint something in springtime colors. So, dann fange ich mal an mit Weiß. Mal ins Purpurrot, Purple Red. Ein bisschen Krabbrot. Madder Red. Und so gestalte ich mir den Hintergrund mit Kreuz- und Querstrichen hin und her, sodass die Farben schön ineinander verblendet werden. I'm working with crisscross strokes. I want to blend my colors. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Tusche. I'm using ink. Ultramarin Violett. You have to shake the ink because the pigments are in the bottom of the bottle. Diese Tusche kann man auch ganz gut zum Sprenkeln benutzen. Das zeige ich euch nachher nochmal, weil ich da eine Anfrage hatte. Und ich möchte ein bisschen Seidenpapier einarbeiten. I want to use silk paper. Das kann man nass machen, aber wenn man sowieso sehr nass arbeitet, kann man dann auch gleich das Papier einarbeiten. Dadurch habe ich hier ein paar Strukturen schon. Man kann sich das auch mit dem Pinsel nochmal schön ein bisschen faltig stupsen. So wie es euch gefällt. Auf dieser Seite mache ich das auch. Oben möchte ich noch ein bisschen grün und weiß. It's May green and white.
So, jetzt benutze ich meine Lochschablone. Lege mir die auf den Bereich, wie ich sie haben möchte. Und habe hier einen Borstenpinsel. Ein bisschen weiß gemischt mit Violett. I'm using white and violet. Dann halte ich mir die Schablone hier fest. Nicht zu viel Farbe, not too much color. Hier benutze ich auch unterschiedliche Farbmischungen. I'm using different color mixes oder mixtures. Ein bisschen weiß, ein bisschen violett. Hier unten in diesem Bereich möchte ich gerne noch chinesische Schriftzeichen einarbeiten. Da habe ich mir schon den Ausschnitt draufgelegt. Ich sprühe mir ein bisschen Wasser drauf. I'm using water and a Chinese newspaper. And I'm using this brush with my pink mixture. Dann klebe ich mir das hier fest. Man könnte es auch vorher nass machen und aufkleben. Die Übergänge gleiche ich mir an. So, das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. So, auch hier mache ich mir die Leinwand dann nass. Gebe dann den Zeitungsstreifen drauf. Ein bisschen Wasser. Wenn ihr es wirklich glatt haben wollt, solltet ihr den Streifen vorher einweichen. Dann gibt es auch diese Falten nicht. You can wet the paper first, then it will be easier for you.
Ich möchte noch ein paar dunkle Stellen im Bild haben. Da nehme ich jetzt einen Borstenpinsel mit ganz wenig dunklerer Farbe und fange mir an, hier so ein bisschen diese Schriftzüge einzurahmen. Nicht streng, sondern nur ganz locker. Gehe ich hier auch ein bisschen hoch, dort wo das Seidenpapier ist. Lass das hier ganz vorsichtig auslaufen. Das mache ich dann an der anderen Seite auch. So, ich habe mir mit dem Borstenpinsel so einzelne Blütenformen aufgemalt und die werde ich jetzt erstmal in Weiß ausmalen. Ich habe jetzt die Blüten weiß und pink gemalt. Das ist die erste Grundierung und habe mit einem Kohlestift Schatten eingezeichnet. Da, wo es dunkel sein wird, ist die Kohle und hilft mir gleich beim zweiten Farbauftrag zu sehen, wo ich dunkler sein muss und wo ich heller sein muss. I painted shadows with charcoal in my flowers, and when I will do my second color, the second, was heißt Schicht, I don't know, when I will paint the flowers, I will see the shadows and it will make it easier for me to see the dark parts in the flowers. So, jetzt fange ich mal mit der linken Blüte an. Und ich nehme einen Synthetikpinsel. I need a synthetic brush and white and my violet. It's Purpurrot, Purple Red. Hier sind die hellen Stellen der Blüte. Und hier im unteren Bereich nehme ich dieses Purpurrot, setze das hier unten an, ziehe das hoch so. Und dann wische ich den Pinsel ab, dann cleaning my brush, streife ihn ein bisschen ab. Gehe wieder ins Weiß und mische mir hier die Übergänge. Das lasse ich erstmal so, später korrigiere ich bestimmt nochmal. Aber so, und das mache ich jetzt mit den anderen Blütenblättern genauso. Hier sehe ich zu, dass ich hier eine ziemlich weiße Kante kriege, weil das ja oben ist und im Licht, das Blütenblatt. So, und im unteren Bereich, there, where I have my shadows, I'm using dark color. Zieh mir das hier hoch. Wisch mir den Pinsel ab.
Gehe wieder ins Weiß. Ziehe mir das Weiß in dieses dunkle Rot. So habe ich den Übergang ganz gut. Wichtig ist, den Pinsel dann immer wieder gut abzuwischen. Und wenn nicht mit zu viel Farbe rein, sondern mit wenig Farbe die Schattierungen reinmixen. So, und genauso mache ich das dann mit den anderen Blütenblättern. So, die Blüten habe ich jetzt ausgemalt und jetzt gehe ich an die Stiele. Da nehme ich mein Mai Grün, I'm taking May Green, and a little bit of White. And some water, that's very important. Also es ist wichtig, dass ihr die Farbe für dünne Linien verdünnt. Dann bekommt ihr ein schönes Ergebnis. Das male ich noch. Ich male mir jetzt erstmal die Stiele. So. Ich mache hier noch ein bisschen Violett mit in die Stiele. Ein bisschen Weiß. Und some White. Hier mache ich mir so eine Mischung, ein bisschen Grün, ein bisschen Violett, ein bisschen Weiß. Ja, jetzt male ich hier noch diese Blütengefäße rein. Das mache ich mit dem Signierpinsel. Und ich werde vielleicht noch hier und da ein paar Helligkeiten setzen in die Blütenblätter. I want to have some more white in some of my leaves or flower. So, aus Schwarz, Violett und Grün und Wasser habe ich mir jetzt eine Farbe gemischt, I mixed a color with Violet, Black, Green and Water. Und jetzt mache ich hier einfach
mal so ein paar Staubgefäße rein. Da, wo es rüberkommt, das kann ich nochmal wegtupfen oder streichen. So. So, und die Staubgefäße, die, da nehme ich ein etwas helleres Grün, Schwarz-Weiß Mix, vielleicht auch ein ganz bisschen Violett, also habe alles so willkürlich jetzt auf meinem kleinen Pinsel drauf, werde hier sowieso nachher noch weiße Sprenkelchen machen. Natürlich werde ich weiße Sprenkelchen machen. Man könnte hier auch noch mit Gelb arbeiten, auch in den Hintergrund Gelb mit einmixen und dann hier die Staubgefäße in Gelb, Weiß, Grün oder je nachdem. Das könnt ihr ja so machen, wie ihr das mögt. Schwarze Pünktchen drauf. So, ich habe jetzt noch diese Tüpfchenfarbe am Pinsel und damit werde ich noch ein paar Akzente hier unten setzen. Kann man dann noch gucken und hier ein bisschen spielen und da ein bisschen spielen. Vielen wird das vielleicht reichen oder einige von euch würden die Blüten noch exakter ausarbeiten. Das ist alles eine Sache, eine Geschmackssache. Sollte nur eine Anregung sein. Und was ihr dann draus macht, das bleibt euch überlassen. Ich freue mich ja immer über Bilder von euch. Bei Facebook. So, da kann man jetzt noch ganz lange dran malen, werde ich wahrscheinlich auch noch. Aber die Sprenkelchen muss ich noch zeigen. Das habe ich einer Facebook-Userin versprochen. I told that you can do what you want. You can paint and paint, or you can let it as it is. You can do this and this, that. It's your painting and you should do what you want and what you like. Facebook userin wrote me that she has always splashes on her nose and she wanted to show me. She wanted that I should show her how to do splashes, and I will do that. So, für die Sprenkler. Ihr braucht also einen Borstenpinsel. Je größer ihr den Bereich haben wollt, desto größer sollte der Borstenpinsel sein. You need this brush and white color and water. Und ihr müsst wirklich ausprobieren, wie die Konsistenz von dieser Sprenkelmischung ist. Sie sollte nicht zu dickflüssig sein, sie sollte nicht zu dünnflüssig sein. Deshalb nehme ich erstmal ein bisschen Wasser. Und wenn ihr ungeübt seid, könnt ihr auch auf dem Blatt Papier vorher üben. Also so eine fast flüssige Konsistenz, ein bisschen cremig vielleicht noch. So. Das denke ich ist ganz gut.
Wenn ihr jetzt hier Sprenkel machen wollt und ungeübt seid, solltet ihr das abdecken, den Bereich hier außenrum, damit ihr wirklich nur hier die Sprenkler bekommt. Wenn ihr ein bisschen geübter seid, könnt ihr das auch so machen. Ein Finger und über die Fingerkuppe diese Sprenkler setzen. Wenn ihr Sprenkler habt, die ihr nicht so gut findet, if you have splashes which are not so good, you should take a piece of paper and should do something like this and then they will disappear. Don't do this, also nicht wischen, sondern tupfen. So. Okay, und wenn ihr richtig große haben wollt, an einer großen Leinwand, dann könnt ihr den Pinsel einfach auch nehmen, das möchte ich jetzt hier eigentlich ungern machen, und richtig den Pinsel draufhauen, ohne den Finger zu benutzen. Wenn ihr das ein bisschen mit Schmackes macht, so von oben, mit mehr Schwung, kriegt ihr dann diese großen Sprenkler. Hier kann ich euch nochmal zeigen, wie man die verschwinden lässt, wenn man zu viele hat. Einfach tupfen. Dann treten sie mehr in den Hintergrund, die kleinen verschwinden dann auch. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich male vielleicht noch ein bisschen hier an dem Bild rum und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, ein paar Frühlingsblumen zu malen. Viele liebe Grüße und drückt mir die Daumen. Ich muss am Donnerstag zum Arzt und dann stellt sich raus, was mit meinem Karpaltunnel passiert. Haltet mir die Daumen. Bis dann. Thank you. Bye.